an, wie ich mich style und anzieh. Nike, Schuhe und die Jacke von Armani. Wir sind heute in Melling-Welling an der Panke. Ja, Panke ist so ein Fußballplatz, wo die kleinen Kids und Jugendlichen Fußball spielen. Und es ist halt eine Geschichte von den Boateng-Brüdern, die hier auch gelebt haben früher. Die haben hier gewohnt, die sind hier aufgewachsen. Ich habe in meiner Jugend, in meiner Kindheit auch extrem Fußball gespielt. Ich habe jahrelang Schöneberg gespielt, danach habe ich in der Regionalliga gespielt bei Lichterfelde. Und hatte halt eine unglückliche Verletzung. Ich habe mir die Leiste gebrochen. Ja, und dann war halt Fußball für mich, ist dann für mich gestorben. Also, so viel ich weiß, feiert Kevin meine Musik extrem. Also, der hört sich gerne so eine Lieder wie Bevor ich gehe von Ehrensache oder Taxi hört er sich gerne an. Wieder Männer war schon bei ihr, ich bin die Taxi. Und da sagt mir George auch auf jeden Fall immer, dass Prinz auf jeden Fall aktuell immer mit dabei ist. Wenn ich in meiner Jugend, wenn die für uns sowas jetzt veranstaltet hätten und die zu uns sagen würden, ihr dürft da rein, euch die Schuhe anprobieren, mal rausgehen mit den Schuhen, schießen und so, ich würde es nicht glauben. Ich hätte mich nicht getraut, trotzdem da reinzugehen und die Schuhe anzuziehen, weißt du, das ist ein Luxus, keine Ahnung, Alter. Und das ist hier für die halt auch so ein Erlebnis. Die spielen hier jeden Tag, die können hier reinkommen, Alpagan kommt vorbei, macht eine Show für die Kids, weißt du. Und das ist schon auf jeden Fall ein guter Ansatz, die Jungs von der Straße so rauszuholen und denen zu zeigen, dass es eine Perspektive gibt, also dass sie auf jeden Fall sich einen Traum verwirklichen können, weißt du? Das, sowas ist schön, das könnt ihr auch alle erreichen, jeder von euch kann das hier auch schaffen. Ihr müsst nur dranbleiben und früh genug anfangen. Und was ich noch sagen will, denkt vorher immer nach, bevor ihr was tut. Die letzte Reue bringt dir auch nicht viel, weißt du? Denkt immer vorher nochmal gründlich nach, bevor ihr was tut, damit ihr es später nicht bereut. Alpagan. Also,